Hallo und herzlich willkommen heute zum Spektrum mit dem libertären Soziologen Stefan Blankertz. Hallo Stefan, möchtest du dich erstmal vorstellen? Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Vorstellen. Ich kann vielleicht mich vorstellen damit, dass ich sage, dass ich über 50 Jahre mich mit Anarchismus und Libertarismus beschäftige und ja, vielleicht ein bisschen was von weitergeben kann. Ja, sehr gut. Und mich würde dann natürlich auch bei unserem heutigen Thema, also dein persönlicher Weg mit der Soziologie auch interessieren. Das wäre vielleicht auch interessant, wenn du da erstmal ein bisschen erzählst, wie du überhaupt an das Thema gekommen bist, auch ja eben wissenschaftlich und wie du das so wahrgenommen hast. Ja, das liegt natürlich eine ganze Weile zurück. Ja, trotzdem, ich versuche mal eine Kurzfassung. Ich habe mich schon als Schüler mit Anarchismus beschäftigt und war da eben halt sehr daran interessiert, Theorie weiterzuentwickeln. Ja, und wir hatten in Münster einen Soziologen und Ethnologen, Christian Sigrist, ein Marxist, aber ein nicht-etatistischer Marxist, mit dem ich eben halt studiert habe und der mein Doktorvater geworden ist. Und von dem habe ich halt sehr viel gelernt, obwohl wir nicht immer einer Meinung waren, aber ja, wir hatten eben halt eine hohe Wertschätzung gegenseitig. Und mit dieser Beschäftigung habe ich eben halt das ganze Spektrum der Soziologie inklusive der Ethnologie bearbeitet und dann außeruniversitär weitergeführt, so gut ich das konnte und so gut das ging. Ja, spannend. Möchtest du ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was genau man unter Ethnologie versteht? Ja, Ethnologie ist hieß das mal Völkerkunde. Ethnologie ist die Beschäftigung mit den, wenn man es eingegrenzt nimmt, mit dem, was man heute indigene Völker nennt. Und der Fachbegriff ist halt Ethnie, also Völker nennt. Und der Fachbegriff ist halt Ethnie, also eine Volksgruppe. Aber man kann die Ethnologie auch versuchen, auf unsere eigenen Gesellschaften anzuwenden. Aber im Prinzip ist es eher für Gesellschaften, die ja nicht dem Status der entwickelten Industriegesellschaft entsprechen. Das ist sehr schwierig einzugrenzen. Ja. Und da gibt es halt auch ja, große Auseinandersetzungen innerhalb des Fachgebiets der Ethnologie und Definitionsschwierigkeiten. Und eben teilweise wird gesagt, das ist eine einfache Kolonialwissenschaft und ist auch ein bisschen was dran. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. So dass eben halt das gar nicht so einfach ist, genau zu bestimmen, was das Fachgebiet der Ethnologie ist. Also Ja. Christian Sigrist hat sich beschäftigt mit segmentären Gesellschaften, also staatlichen Gesellschaften, besonders in Afrika und in Afghanistan. Ja, und also was ich jetzt noch ganz stark mit dem Begriff Ethnologie assoziiert habe, war eben die Feldforschung, also eben wirklich hinzufahren und dann mal ja einen Zeitraum, 1 Monat oder 6 Monate oder vielleicht auch kürzer,
eben in so einer, ja, Gesellschaft von Eingeborenen zu leben und das eben zu beobachten. Das stimmt, das ist ein wesentliches Merkmal. Interessanterweise hat Christ seine Theorie der herrschaftslosen Gesellschaften rein durch Sekundäranalyse erstmal entwickelt und hat dann erst Feldforschung gemacht, als er seine Theorie schon fertig hatte. Das ist also interessant, aber normalerweise Ja. es wird eben gesagt, dass das umgekehrt laufen sollte. Er ist auch eben halt sozusagen von der Professur, die er hatte, war er Soziologe. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe also keine Feldforschung gemacht und das kann ich nicht vorweisen. Ja, die meisten Dinge man relativ gut auch durch Sekundäranalyse herausbekommen. Manche Dinge sogar besser. Denn man geht ja immer mit einer bestimmten Vorannahme auch in die Feldforschung rein, sodass also die Behauptung, dass jemand ganz ohne Vorannahmen Feldforschung machen kann, die ist wahrscheinlich eine Illusion. Ja, klar, vor allem natürlich auch, wenn sich dann einfach ein Fremder in so eine Gesellschaft reinbegibt, hat das natürlich auch Probleme, ob das dann wirklich alles so abläuft, wie es sonst abläuft, wenn da eben ein Beobachter noch da ist. Das ist ja auch ein Ja, großes Problem der Feldforschung. das muss man immer mit reflektieren, welche Auswirkung hat dieser Beobachterstatus. Ja. Genau, also. Neben der Feldforschung ist in der Soziologie eigentlich meistens dann weit verbreitet, eben Interviews zu führen und die dann auszuwerten. Das hast du ja gerade auch schon gemeint mit Sekundärliteratur. Aber was man, glaube ich, ganz grundlegend über die Soziologie auch nochmal hervorheben kann, ist, dass eigentlich so gut wie alle Soziologen sich gegenseitig widersprechen. Es nicht die Soziologie gibt und ja auch selbst in den Methoden, also es gibt ja auch quantitative Soziologie zum Beispiel, riesige Unterschiede sind. Genau, das wollte Ja, ich noch. natürlich, aber das unterscheidet die Soziologie ja nicht von anderen Wissenschaften. Also natürlich gibt es da verschiedene Schulrichtungen und es gibt natürlich auch dann Außenseiter, aber es gibt erstmal natürlich große Schulrichtungen, die sich gegenseitig widersprechen und das in der theoretischen Soziologie, aber auch wie du gesagt hast, in den rein quantitativen Verfahren gibt es auch nicht Einigkeit. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja generell ein Kennzeichen von Wissenschaft, dass sie in der Auseinandersetzung besteht und man kann davon ausgehen, wenn irgendwo in einer Wissenschaft Einigkeit herrscht, dann ist sie von außen zwangsmäßig hergestellt worden. Ja. Wissenschaftler tendieren nicht dazu, eine Meinung zu haben. Ja, also ich muss sagen, zumindest bei mir ist es gefühlsmäßig eben so, dass die Soziologie auf einem Spektrum sozusagen von allen Wissenschaften da ganz auf einer Seite steht. Also von der, wie soll ich sagen, Uneinigkeit der unterschiedlichen Theorieschulen. Also man findet ja auch wirklich komplett gegensätzliche Dinge, was zum Beispiel jetzt würde ich sagen in der Ökonomie eher nicht so der Fall ist. Aber ja. Kommt dann auf deine Wahrnehmung drauf an. Also die in der Ökonomie gibt es ja auch sehr verschiedene, grundlegend verschiedene Schulen und auf die nicht die Libertären, sondern viele Libertäre sich gerne beziehen. Die österreichische Ökonomie ist ja aus der akademischen Ökonomie im Prinzip vollkommen ausgeschlossen worden. Also da ist ja auch eindeutig sozusagen, ist da ja auch ein Einfluss von außen vorhanden gewesen. Die sind ausgeschlossen worden und es gibt jetzt wieder ein ganz paar wenige. In den USA ist es ein bisschen anders und trotzdem
kann man sagen, dass es wenige Ökonomen gibt, die Ludwig von Mises ernst nehmen. Es gibt nicht viel mehr Ökonomen, die ihn ernst nehmen, als Soziologen oder Philosophen, die ihn ernst nehmen. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Also, da ist auch die Einigkeit nicht so groß. Und dann hast du verschiedene Schulen in der Ökonomie. Du hast den Keynesianismus, aber der ist ja auch nicht einheitlich, sondern der hat auch wiederum viele Unterschulen. Und du hast den Monetarismus und du hast die Virginia School. Also da hat man auch sehr schnell eine große Vielfalt von Schulen, die sich gegenseitig bekriegen und die teilweise auch überhaupt nicht ohne weiteres miteinander diskursfähig sind. Also ich glaube nicht, dass das die Soziologie auszeichnet. Also es gibt natürlich immer dann diejenigen, die behaupten, in den Naturwissenschaften sei es anders. Aber da haben wir jetzt auch wieder ein soziologisches Thema, obwohl ich jetzt einen Erkenntnistheoretiker zitiere, aber Paul Feyerabend hat ja viele Indizien vorgelegt, die dafür sprechen, dass auch in der Naturwissenschaft die Einigkeit durch fachfremde Gewalteinwendung, eine strukturelle Gewalt durch eben halt durch Staatsgewalt herbeigeführt wird. Ja, also Das vielleicht. ist ja einer, den ich immer wieder Libertären ans Herz lege, sich mit Volker Feierabend und Imre Lakatos auseinanderzusetzen, die eben halt Wissenschaft und zwar gerade auch Naturwissenschaft als Herrschafts Raum beschreiben, also Raum, in dem Herrschaft vonstatten geht, staatliche Herrschaft. Und das war etwas, was in den 70er Jahren diskutiert worden ist. Also das ist in den Universitäten auch diskutiert worden. Und der Staat hat es im Prinzip geschafft, diesen ganzen Diskurs komplett wieder rauszuschmeißen, dass heute eben halt keiner mehr darüber spricht. Ja. Und da denke ich, dass die Soziologie echt einen Beitrag leisten kann. Aber Ja. natürlich nicht die Standardsoziologie in den Universitäten. Ja, da kann ich nämlich direkt auch mit meiner nächsten Frage anschließen. Warum denkst du denn, sind so viele Soziologen links beziehungsweise Kommunisten? Ja, was heißt Kommunisten? Das ist dann die Frage, was man Kommunisten nennt und was man Links nennt. Das ist ja nicht so einfach. Also ich würde es vorziehen, anstatt Links und Kommunisten zu sagen, dass die meisten Soziologen genau wie die meisten anderen Wissenschaftler Etatisten sind. Und das hängt schon auch mit einer soziologischen Einsicht zusammen. Das Brot ich esse, das Lied ich sing. Also es gibt immer schon mal auch Wissenschaftler, die den Staat kritisieren. Es gibt auch und hat auch Anarchisten in den Universitäten gegeben. Aber letztendlich ist das dann ja eine Position, in der man gegen die Eigeninteressen verstößt. Und das ist nicht jedermanns und auch nicht jeder Frau Sache, das zu tun. Okay, Damit dann. haben wir halt eine Wissenschaft, die, sobald sie die Fragen des Staates berührt, wo Wissenschaftler ein ganz hohes Eigeninteresse haben, die Staatsgewalt von der Kritik auszunehmen. Und ich kann da ein Beispiel nennen, ein tragisches Beispiel. Das ist Pierre Bourdieu. Ich hatte den immer, also über Jahre, Jahrzehnte habe ich Pierre Bourdieu immer abgelehnt und gesagt, das ist einfach ein Etatist. Rausgefunden habe, dass das wirklich bloß in den letzten Jahren gewesen ist. Er hat eigentlich als Soziologe gesagt, er warnt die Soziologie davor, ins Staatsdenken zu verfallen.
Aber dann hat er sich irgendwann, als dann hatte er irgendwie Angst vor dem Neoliberalismus und gesagt, oh, die zerstören ja den Staat und die wollen den Staat abbauen, ganz, ganz schlimm, ganz schrecklich. Und hat dann eben halt sich politisch engagiert und hat im Prinzip alle seine wissenschaftlichen Einsichten, die er vorher erarbeitet hat, über den Haufen geschmissen. Das ist ein tragischer Fall, aber es zeigt eben ganz klar, dass sobald es da tatsächlich droht, oder zumindest die Angst entsteht, der Staat könnte abgebaut werden, dass Wissenschaftler dann sofort Staat zu Hilfe eilen. Ja, also ich glaube, da, ich weiß jetzt nicht, ob es von Hoppe war, aber ich glaube, der hatte ja auch eben die sehr interessante Einsicht bezüglich dem, dass der freie Markt niemals einem Wissenschaftler, einem, ja, würde ich sagen, wie soll ich sagen, so Standardintellektuellen, der wird dem niemals so viel Sicherheit, also auf ökonomischer Seite bieten können, wie das ein Staat tut. Und dass das dann eben dazu führt, dass es so viele, also diese, ja, ich nenne es mal Intelligenzia-Klasse gibt, die, oder Klasse ist vielleicht das falsche Wort, die den Staat im weitesten Sinne ja, verteidigt, ideologisch sozusagen. Ja, wobei das ist natürlich eine Vermutung. Natürlich ist das gilt im Prinzip ja für jeden anderen auch. Das zeichnet die Intellektuellen nicht aus. Das gilt ja auch gerade für die Unternehmer. Natürlich ist das so, dass wenn es den Staat gibt, das ist ja eben halt die traurige Erfahrung, die Libertäre machen müssen, dass die natürlichen Verbündeten eigentlich die Unternehmer, ob groß oder klein, dass die sich eben halt auf den Staat hin orientieren und dass es eine Illusion von Ayn Rand war, dass es irgendwie zu einem großen Streik kommt, dass die gleiche Illusion, die Syndikalisten und die Anarcho-Syndikalisten hatten, dass die Arbeiter sich erheben werden gegen den Staat. Nein, sie sind alle Reformisten geworden und haben alle gesagt, naja, wir werden für den Staat werden wir uns Vorteile verschaffen. Im Prinzip kann man für jede soziale Gruppe sagen, dass sie ein Interesse daran hat, selber vom Staat Vorteile zu bekommen, auf Kosten von anderen. Insofern steht diese soziologische Einsicht von Hoppe, die steht sozusagen, die muss man verallgemeinern und die ist erstmal ein Problem für uns, weil das unmittelbare ökonomische Interesse ist eher darauf gerichtet, Vorteile zu generieren für den Staat, als den Staat abzubauen. Die einzige Möglichkeit ist eben halt die Einsicht, dass wenn alle sich diese Vorteile zu verschaffen suchen, dass am Ende keiner einen Vorteil hat und man eben halt einen riesen Apparat hat, den man bezahlen muss und der ja einen an der freien Entfaltung hindert. Aber das ist natürlich eine sehr abstrakte Denkleistung, die da erforderlich ist. Ein Überspringen von einem unmittelbaren ökonomischen Interesse. Ja, kann man sich leider nicht darauf verlassen, dass die Leute, wie soll ich sagen, das Richtige tun, wenn eben die ökonomischen Anreize gegenüberstehen. Ja, die Öko und ja, das der ökonomische Anreiz ist immer, sich daran an der Beute zu beteiligen, ist ein einfacherer Denkvorgang, als zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir ohne Raub auskämen. Ja. Das sehen wir jetzt auch in der Krise. Die unmittelbare Forderung ist die nach Entlastung, und Entlastung heißt Vorteile generieren.
noch mehr Raub und am besten, also man hört es ja jetzt auch schon immer wieder kommen, dass das natürlich die Reichen alles zahlen müssen. Aber man fragt sich ja auch, wenn das immer so weitergeht, gibt es irgendwann auch keine Reichen mehr, die das zahlen können. Also es ist ja wirklich die Interventionsspirale, wie soll ich sagen, wie aus dem Lehrbuch. Ja? Der Staat geht hin und macht Eingriffe, die dann zu einer Gasknappheit führen. Und dann müssen daraufhin wieder 1000 neue Interventionen gestartet werden, um dann die erste wieder auszugleichen, sozusagen. Naja, und da ist eben halt auch Soziologie ein gutes Instrument, um zu sagen, die Reichen sollen das zahlen. Die gleichen, die das sagen, sagen ja auch, dass die Reichen einen zu großen Einfluss auf den Staat haben. Dann fragt man sich doch, werden die Reichen, die diesen überproportionalen Einfluss auf den Staat haben, werden die das nicht so beeinflussen, dieses Geschehen, dass sie selber am Schluss besser dastehen, was ja dann auch das tatsächliche Resultat ist. Das heißt also, auch jetzt die ganze Krise, auch die Pandemiekrise, die Migrationskrise und jetzt die Kriegskrise, alles das führt ja dazu, dass mehr Reichtum monopolisiert wird. Das heißt, und das sehen wir ja also sozusagen überall, in allen Staatsformen, sehen wir, dass je stärker die Interventionen sind, umso stärker wird der Reichtum monopolisiert, weil der Staat eben halt diese Möglichkeit eröffnet, sich nicht über den Markt, sondern über andere Methoden, im Prinzip eben halt durch die strukturelle Gewalt, sich Güter anzueignen. Und von daher ist das ja so, dass diese Kritik hat eben halt, oder ja, diese Aussage, die Reichen müssen das zahlen, die müsste erstmal auch erklären, ohne dass man jetzt generell diese Theorie anzweifeln muss, kann man sagen, ihr müsst ja erstmal erklären, wie ist das denn überhaupt möglich? Soziologisch, wie ist es soziologisch nicht naiv möglich, dass die Reichen das bezahlen? Also, unabhängig jetzt von der Frage, dass der Reichtum dann schnell alle ist. Das ist ja auch immer die Erfahrung von diesen Umverteilungsaktionen. Aber es auch keinem gelungen zu erklären, wie das möglich ist. Und selbst wenn man eine so radikale Revolution wie die Oktoberrevolution in Russland nimmt, dann hat sie ja auch wiederum dazu geführt, dass relativ schnell die Klasse der Reichen, die sich über Raub finanzieren, dass die wieder erstanden ist, auferstanden ist. Ne? Ja, das ist dann so diese Kommunistenlogik, dass wenn es irgendwie die Partei macht, ist es okay. Wenn sozusagen der Stock, der einen schlägt, der Stock des Volkes ist, dann ist das wieder okay. Aber sonst ist das ganz schlimm. Ja. Aber wo wir gerade schon dort sind, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Zu Marx, also mit Marx gegen Marx, ein sehr gutes Buch, kann ich allen Hörern bloß empfehlen. Und Marx war ja auch Soziologe. Also möchtest du vielleicht ungefähr so skizzieren, was er soziologisch alles gemacht hat? Weil er ist, wie soll ich sagen, relevanter, als man vielleicht denken würde. Also viele Theorien, die es heutzutage gibt oder die so in der Zeit gekommen oder generell über die Zeit aufgekommen sind, beziehen sich auf ihn. Wir hatten ja vorher schon zum Beispiel Bourdieu oder auch die kritische Theorie ist ja auf Marx basierend. Ja, da muss man sehr unterscheiden
Deswegen heißt das Buch ja mit Marx gegen Marx. Man muss da sehr genau gucken, was meint man mit Marxismus und worauf bezieht man sich. Und es gibt einige gravierende Widersprüche bei Marx und es wird ein Teil seiner Aussagen wird dogmatisiert und gegen den anderen Teil ausgespielt. Und das ist genau wieder der Vorgang, den wir vorhin betrachtet haben, dass in den Universitäten der Etatismus sich durchsetzt. Das heißt also, die etatistische Seite von Marx, die ist weitergeführt worden und die etatismuskritische Seite ist zum großen Teil unter den Tisch gefallen. Ich würde sagen, eine der ganz großen Leistungen von Marx, die man auch hinter die man nicht zurück kann in der Soziologie, das ist eben halt genau das, was wir eben gemacht haben, die ökonomische Analyse der Interessenlage. Und das jetzt nicht nur Marx, der das vertritt, es ist auch bei Mises kann man sowas auch finden, aber leider mit einem geringen Selbstbewusstsein ausgestattet, also im Hegelschen Sinne Selbstbewusstsein. Also er war sich über seine Methode da gar nicht so ganz klar. Also die marxistische Soziologie geht davon aus, dass die ökonomische Basis eine große Rolle spielt. Da gibt es ja diesen Spruch, dass sein stimmt das Bewusstsein. Und da regen sich ja manche Liberalen und auch manche Libertäre darüber auf. Aber wenn ich so eine Aussage, also wenn du hast eben Hoppe zitiert, wenn Hoppe sagt, ja, die Intellektuellen sind für den Staat, weil sie da eben halt ökonomische Sicherheit wittern, dann ist das eine marxistische Aussage. Das ist Ja, marxistische Soziologie. das wissen Das viele ist ohne vielleicht auch Marx gar jetzt hier nicht. nicht. Aber Hoppe ist ja auch, wie soll ich sagen, stark marxistisch angehaucht in vielen Ja, Dingen, wie das er sage ich ja. tut. Ich wollte Ja. das ja nur, wollte da nur mal darauf hinweisen, dass das dann. Und es gibt wunderbare Analysen von Rothbard, sind eben einfach ganz grundlegend marxistische Soziologie. Die Durchsetzung der Verfassung in den USA gegen den Widerstand der radikalen Liberalen, der Libertären, er sagt teilweise eben halt anarchistischen Kräfte, die die Mehrheit des damals die Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert haben. Das macht er halt der Methode der Analyse ökonomischer Interessen. Wie ökonomische Interessen sich politisch umsetzen. Also das ist sozusagen das, was wir von Marx haben. Und ich glaube auch nicht, dass man davon, dass man da irgendwie einen Ansatz fände, eine alternativen Erklärung von sozialen Vorgängen. Also wenn man nur auf der Ebene von Ideen verbleibt, dann versteht man gesellschaftliche Bewegungen nicht. Also ja, oft in der Politik vergessen und dann wird so getan, als ob es um die Ideen geht. Aber das erklärt ja überhaupt nicht. Also, wenn es nur um Ideen ginge, dann wäre ja die Frage, warum sich die eine Idee durchsetzt und die andere nicht. Natürlich von Mises hat mal gesagt, der Wert der besseren Idee. Dummerweise, wenn man das als Grundlage der Erklärung nimmt, dann müsste man sagen, ja, Ludwig von Mises hatte die schlechtere Idee, denn Mehrheit hat sich ja in andere Richtung entwickelt, also hat sich die bessere Idee nicht durchgesetzt oder man muss sagen, es war die schlechtere Idee.
Lord Keynes hat sich durchgesetzt, also muss man sagen, war es die bessere Idee. Oder aber man muss eben halt einen anderen Ansatz wählen und sagen, ja, es gab da bestimmte ökonomische Interessen, die dazu geführt haben, dass die Ideen von Keynes sich durchgesetzt haben, obwohl sie schlechter waren oder obwohl sie schlechter basiert waren, obwohl sie unlogisch waren und so weiter. Aber dafür braucht man marxistische Soziologie, sonst kommt man da nicht weiter. Ja. Nee, ist auch, also um jetzt nochmal ganz kurz was zu dem Hoppe-Thema zu sagen. Also, er hat nämlich auch einen sehr guten Aufsatz zu dem Thema geschrieben. Marxist and Austrian Class Analysis findet sich, wenn man den auf Google eingibt. Also, den kann ich auch nur jedem empfehlen. Genau. Möchtest du vielleicht noch was zum historischen Materialismus sagen? Das war ja auch ein ja, Konzept, was viel auch von den, ich würde mal, autoritären Kommunisten oder den Realkommunisten verwendet wurde, was auch darauf fußt. Ja, man kann das, was sie jetzt gerade als marxistische Soziologie bezeichnet hat, kann man auch als historischen Materialismus bezeichnen. Das heißt also, das ist die Vorstellung, dass man die Geschichte mit Hilfe von ökonomischen Analysen, ökonomischen Interessen klären kann. Natürlich gibt es dann bestimmte Teile, Aussagen im historischen Materialismus, marxistische, die jetzt, nicht libertär sind und die sich teilweise auch inzwischen historisch widerlegt haben, wobei die meistens dann von Engels stammten und nicht von Marx. Aber natürlich, es gibt da einige Annahmen über die Entwicklung der Klassenkämpfe. Das heißt also, als ob man vorhersagen kann, wie die Klassenkämpfe aussehen. Und ich sage da jetzt nochmal, die Klassenkämpfe sind die Kämpfe zwischen den ökonomischen Interessen der Gesellschaft. Und die Vorstellung ist die, dass diese ökonomischen Interessen sind zwar nicht einheitlich, aber sie führen zu Koalitionen. Also eine einzelne Gruppe kann sich nicht durchsetzen, sondern sie braucht andere Gruppen, um sich durchzusetzen, sodass man davon ausgehen kann, dass es im Wesentlichen zwei Hauptklassen gibt, die sich bekämpfen werden, oder zwei Hauptkoalitionen. Und das ist einfach eine Sache, die was zu tun hat damit, wie sich Erfolg generieren lässt. Dass man da Koalitionspartner braucht, wenn man selber nicht stark genug ist. Okay, aber gleichzeitig gab es diese Illusion, dass man genau wüsste, wie diese Klassenkämpfe ausgehen. Also nicht nur, dass man die Vergangenheit damit analysieren kann, sondern dass man auch die Zukunft vorhersagen kann. Und dies kommt bei Marx und vor allen Dingen bei Engels aus einer ganz und gar unmaterialistischen Quelle, nämlich das kommt von Hegel. Das kommt von Hegels Weltgeist. Hegel dachte, dass man wisse, wie der Weltgeist sich entwickeln werde. Und dann haben sie eben gesagt, naja gut, dann gucken wir uns die Klassenkämpfe an und dann werden die irgendwie zu diesem Ergebnis führen. Diese Voraussage ist natürlich falsch und sie widerspricht auch der materialistischen Analyse, weil es eine idealistische Annahme ist, nämlich die Annahme, dass man den Geschichtsverlauf in die Zukunft vorhersagen kann. Das war, würde ich sagen, das war ziemlich albern. Aber das tut sozusagen einen Abbruch, dass der historische Materialismus im Sinne der Analyse von ökonomischen Interessen, dass man die braucht, um Geschichte und um Gesellschaft zu verstehen.
Ja, da würde ich auch so mitgehen, auf jeden Fall. Das ich habe das ja vorhin auch gesagt, das ist eben halt bei Mises, kommt das ja auch vor. Der sagt ja dann auch, ja, die Gewerkschaften, die tun das, was sie tun, die tun das, um für ihre Mitglieder Vorteile zu erlangen. Und so, das ist zwar in gewisser Weise, ist das zwar eine Illusion, langfristig. Aber wie Keynes geantwortet hat, ja, langfristig sind wir alle tot. Das heißt, das Geld ist mir näher als die Jacke. Ja, also man versucht eben kurzfristig Vorteile zu generieren. Und das kann man eben halt auch mit Hilfe der Ökonomie, von Mises. Mit der Praxeologie kann man das analysieren. Und da gibt es eben einfach, das ist einfach auch frappierend, da gibt es eben halt wirklich eine starke Überlappung mit marxistischen Analysen. Ja. Könnte man sogar so weit gehen und sagen, dass ja, Marxismus plus, oder wie soll ich sagen, soziologische Einsichten des Marxismus plus österreichische Ökonomie dann am Ende wieder Sinn ergibt? Ja, das ist das, was ich anstrebe, beziehungsweise was ich eben halt teilweise ist das bei Rothbard eben auch angelegt. Hat das eben nicht so richtig weiterentwickelt, aber das ist bei ihm angelegt. Und wenn man da genau guckt, dann gibt es ja auch wesentliche marxistische Arbeiten, auf die er sich, Studien, auf die er sich bezieht, bei der Analyse der Monopolisierungstendenz auf Gabriel Kolko. Das ist ein Marxist gewesen, der eben halt gesagt hat, dass die Monopolisierung, nein, nein, die geschieht nicht über den Markt, sondern die geschieht über den Staat. Und hat das 1963 in einer wunderbaren Studie nachgewiesen. Da war dann ganz unglücklich, dass die marxistischen Glaubensgenossen ihn da mehr oder weniger für gemieden haben und die Libertären anfingen, ihn zu zitieren und fand dann, dass er da irgendwie Beifall von der falschen Seite bekommt. Aber es ist ja unerheblich. Also, das ist seine persönliche Einstellung dazu gewesen, aber seine Arbeit war eben halt ja, ein ungeheuer wichtiger Beitrag auch zur libertären Theoriebildung. Ja. Ja, also, und es gibt dann halt da ganz viele auch Marxisten, denke ich, die man entdecken kann, die ein bisschen abseits stehen von diesem etatistischen Mainstream. Wir haben angefangen mit Christian Sigrist, den kann man entdecken, aber du hast vorhin die kritische Theorie erwähnt, da insbesondere Adorno, und der gilt ja als schwierig und als unlesbar, und das ist überhaupt nicht wahr. Der hat Dinge geschrieben, die sind ganz einfach lesbar und die waren ganz eindeutig. Also, ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren mal für die eigentümlich freie Online-Kolumne etwas über Adorno geschrieben habe, und André Lichtschlag hat sehr verwundert und überrascht zurückgeschrieben. Also erstens sehr überrascht, dass man das alles, alle die Zitate verstehen könnte, und zweitens, ja, dass er ein absoluter Antikollektivist war. Und Ja. so, also da steht bei Adorno das, was diejenigen, die sich heute auf ihn beziehen,
des Etatisten, das steht bei ihm überhaupt nicht drin. Ja, Man findet teilweise bei ja sogar ihm. das Gegenteil. Genau. Ja, Genau. da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Leute, die Adorno nicht richtig verstanden haben, haben wir sogar einen ganz aktuellen Fall. Okay. Aber möchtest du vielleicht noch ein bisschen weiter zu Adorno ausführen, was er so ungefähr gemacht hat? Einmal skizzieren. Ja, also Adorno war ja Marxist, aber er war auch kritisch. Er war kritisch gegen den dogmatisierten Marxismus auf jeden Fall, aber er war auch gegen Marx selber in bestimmter Hinsicht sehr kritisch. Und hat sich stärker eigentlich auch auf Hegel bezogen. Und das, was Adorno aber auszeichnet, das, was ich eben angedeutet habe, ist, dass für ihn ist Faschismus ist nicht ein isoliertes ein isolierter Unfall in der Geschichte, sondern es gibt eine Entwicklung, die zum Faschismus führt. Und das nennt er Dialektik der Aufklärung. Das heißt also, es gibt innere Widersprüche in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Entwicklung, besonders von der Aufklärung an, die diesen Umschlag der Aufklärung in Faschismus vorbereiten. Und das Element, was da für ihn am wichtigsten und am stärksten ist, das ist der Kollektivismus. Das heißt also, das ist der Anspruch der Gesellschaft gegenüber dem Individuum und Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum, Behauptung, zum Volkswohl sei alles erlaubt. Das ist sozusagen für ihn die Essenz Faschismus. Erste Anmerkung dazu: Stalinismus ist in diesem Fall auch eine faschistische Erscheinungsform. Zweite Anmerkung dazu: die, wie soll ich sagen, unsere Standarddemokratie ist nicht das Gegenbild zum Faschismus, ist nicht die Alternative, sondern dies ist die Organisationsform der Gesellschaft, die mit Notwendigkeit zum Faschismus führen wird. Dann auch wieder zum Faschismus führen wird. Also der Faschismus ist nicht dadurch zu bannen, dass wir laut schreien, nie wieder Auschwitz oder nie wieder Krieg oder nie wieder Faschismus. Und dass dann man in diesem Namen dann als Kollektiv sich auf Individuen stürzt, die man dann ausgrenzt. Dies ist nach Adorno nicht das, was den Faschismus verhindert. Was den Faschismus verhindert, ist, Identifizierung des Subjekts, er sagt ja nicht Individuum, sondern Subjekt, die Identifizierung des Subjekts mit dem Kollektiv. Das ist sozusagen das ist die Quelle von allen Problemen. Und das ist die Quelle sozusagen von faschistischen, faschistoiden Entwicklungen. Ja, er hat ja Das auch. kann die Volksgemeinschaft sein, das kann die Klasse sein. Herr, das ist vollkommen egal. Es ist die Identifizierung mit diesem Wir. Das war sozusagen der Kern dessen, was er kritisiert hat. Er hat das ja auch. So beschrieben, als dass es eine Art autoritäre Persönlichkeit eben geben kann, die also einige Menschen haben, die eben, wie soll man sagen, die immer sozusagen in diese Richtung auch drängen. Und das hat er dann ja mit einigen Merkmalen beschrieben. Vielleicht wird ihm auch deswegen nachgesagt, dass er so schwierig zu verstehen ist, weil ich hatte das in der Uni und ja, die Worte, die er da benutzt, ich glaube irgendwie
stereopathisches Denken und so weiter, die versteht man natürlich nicht direkt. Aber eigentlich, ja, kann man da auch viel Wahres drin erkennen. Naja, und ja, und das wird ihm ja auch vorgeworfen, wobei eben halt, das ist, also diese Untersuchung zum autoritären Charakter, ich würde sagen, das sind nicht die Highlights. Das ist seiner Schriften, das war in Amerika so, da dachte er, naja, man muss jetzt auch irgendwie ein bisschen empirisch vorgehen. Und ich würde mal sagen, das war methodisch ziemlich naiv. Also die Form dieser F-Skala, also der Faschismus-Skala, schon eine sehr naive Form von empirischer Sozialforschung. Das ist nicht ein Highlight. Wobei natürlich kann man die Hypothese aufstellen, es gibt autoritäre Persönlichkeit. Und es wäre bei Adorno niemals eine Aussage, dass die so geboren werden, sondern die werden unter bestimmten Umständen zu autoritären Persönlichkeiten. Und das ist eben halt viel wichtiger zu untersuchen als diese F-Skala und zu sagen, wie viele Leute haben denn da jetzt welche Position auf dieser F-Skala, ist eben halt zu untersuchen, was sind denn die Ursachen für diese autoritäre Persönlichkeit. Und auch da haben wir ganz direkt einen libertären Nutzeffekt von dieser Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, denn wir sehen ja im Moment auch, dass sich ein Großteil der Gesellschaft unterwirft sich in den Regulierungen, den staatlichen und den Anweisungen. Sie können so absurd und widersprüchlich sein, wie sie wollen. Sie unterwerfen sich den Propagandabehauptungen. Ja, da brauchen wir so einen Begriff wie autoritäre Persönlichkeit, um zu sagen, warum zu beschreiben, dass die Menschen sich dem unterwerfen. Und natürlich haben wir genauso wie Adorno, die Hoffnung, dass der eigentliche Mensch selbstständig sein kann, autonom sein kann, ein Subjekt sein kann, nicht in der Masse untergehen muss und nicht autoritätshörig sein muss. Also diese Hoffnung haben wir ja. Ansonsten kann man ja eben halt einpacken und sagen, so ist die Welt halt. Das gibt es ja auch. Also man kann ja sozusagen resignieren. Ja. Aber eben halt Adorno, da hat ja Adorno selber was zu geschrieben. Sein letzter Essay, den er geschrieben hat vor seinem Tod, heißt Resignation, wo er sagt, wer sich das Denken nicht verbieten lässt, der hat nicht resigniert. Ja, Das also sagt er gegen die linken Aktivisten, die ihm vorwerfen, dass er, das sei ja nur alles Theorie und man muss auf die Straße gehen und man muss ja, so. Und da hat er gesagt, wer das tut, der unterwirft sich den Bedingungen der Herrschenden. Und wer das Denken sich nicht verbieten lässt, der hat nicht resigniert. Das finde ich einen wunderbaren Satz. Das sind nur ein paar Seiten, also da kann man den kann man auch gut verstehen. Das ist ein wunderbarer kleiner Text. interessant auf jeden Fall. Machen wir ein bisschen einen gedanklichen Sprung. Und zwar habe ich im Vorhinein schon mal rumgefragt hier auf den Discord-Server, ob die Leute irgendetwas Spezielles hören wollen. Und ich habe die Frage gestellt bekommen, also beziehungsweise wie das denn mit den vorstaatlichen Gesellschaften aussah. Also kannst du vielleicht ganz grob dazu was skizzieren? Ich denke, es wird wahrscheinlich auch etwas Sinn machen, da mal so ein paar oder einmal zu darzustellen, wie denn auch so eine Entwicklung von einer vorstaatlichen in eine staatliche Gesellschaft gedacht werden kann. Ja, also da sage ich gerne was zu. Da
ich einen gewissen Anteil sozusagen an der Entwicklung einer, wie ich glaube, einer in sich konsistenten und mit der empirischen Basis übereinstimmenden allgemeinen Theorie der Staatsentstehung und der vorstaatlichen Gesellschaften, die im Wesentlichen basiert, also die Theorie der vorstaatlichen Gesellschaften basiert stark auf den Arbeiten von Christian Sigrist. Es gibt da eben auch noch einige andere. Und das, was eigentlich der große Unterschied von Sigrists Theorien zu vielen anderen, vor allen Dingen vorher äußerten Theorien, ist, dass er sagt, vorstaatlichen Gesellschaften haben die Herrschaftsfreiheit aufrechterhalten. Also das waren nicht andere Menschen, es ist nicht so, als ob es nicht Machtstreben auch gegeben hätte. Aber es gab Institutionen, Verfahren, mit denen die Herrschaft verhindert, ja, die Entstehung von Herrschaft verhindert worden ist. Und deswegen kommt er zu dem Paradoxen, der paradoxen Aussage, Widerstand ist eine primäre Verhaltensweise. Also Widerstand ist ursprünglicher als Herrschaft, weil der Widerstand verhindert hat, dass aus dem Machtstreben Einzelner eine organisierte Herrschaft geworden ist. Ganz kurz gesagt, funktioniert das folgendermaßen. Diese Gesellschaften sind ja durch Verwandtschaft gekennzeichnet, durch Verwandtschaftssysteme und durch die einfache Regel der verwandtschaftlichen Beistandspflicht, so dass immer gleich starke Segmente gegeneinander stehen. Das heißt also, jemand sieht sich durch einen Nachbarn, durch jemand anders geschädigt, er hat ihm was geklaut, eine Kuh geklaut oder also er hat irgendwas gemacht. Und dann sind die Verwandten des Opfers jetzt verpflichtet, ihm zu helfen, sozusagen nach dem Verwandtschaftsgrad, also die nächsten Verwandten und so weiter. Kann man natürlich sagen, ja, und jetzt, ja, Menschen sind ja nicht immer gerecht. Das heißt also, die können jetzt sagen, jetzt sind wir stark und jetzt hauen wir dem, jetzt klauen wir dem nicht nur holen wir uns diese eine Kuh zurück, sondern wir stehlen jetzt auch noch eine Kuh. Das heißt, wir drehen das Ganze um. Aber dann müssen wiederum dessen Verwandte ihm zu Hilfe kommen. Und da jeder mit jedem verwandt ist, in diesen Gesellschaften ist es so, dass es wie so eine Art homöostatisches System ist. Das heißt also, es kann niemals eine Seite gewinnen. Sobald eine Seite droht zu verlieren, müssen Verwandte die Seite wechseln. Dies führt zu einem starken Anreiz, anstatt Konflikte ja, gewaltsam auszutragen, Mediation zu suchen. Das ist die ursprüngliche Form des Richters, der Friedensrichter. Der Friedensrichter hat die Aufgabe, eine Lösung zu finden. Er hat keine Macht. Also der kann nicht sagen, ich habe hier das Urteil und jetzt müssen sich alle dem unterwerfen, sondern sein Einfluss besteht darin, dass er ein gutes, ein weises Urteil fällt. Das ist seine Stärke, das ist die Stärke, die er entwickelt. So ganz, ganz kurz, ganz grob skizziert, wie diese Gesellschaften funktionieren. Und interessanterweise funktionieren die auf der ganzen Welt gleich, obwohl die kulturell sehr unterschiedlich sind. Das heißt also, wir haben, ob das nun in Afrika oder in Amerika ist oder in Asien, alles, was wir darüber wissen, ist, dass die immer wieder die gleiche Grundstruktur haben.
auf diese Weise die Herrschaftsfreiheit aufrechterhalten. Das Dumme daran ist, dieses homöostatische System zusammenbricht, wenn zwei Ethnien verschiedene, also nicht verwandte, aufeinandertreffen. Was eben halt in den ersten 10.000 Jahren des Menschen nicht so häufig vorgekommen ist, beziehungsweise das Zusammentreffen war vorübergehend und solange Menschen Nomaden waren, hat die unterlegene Gruppe das Gebiet verlassen, ist in ein anderes Gebiet gewandert. Also bald eben halt die Sesshaftigkeit entsteht, Ackerbau und Viehzucht, gibt es die Möglichkeit, nicht so einfach wegzugehen. Und diejenigen, die mobil sind, die Nomaden, haben einen Vorteil gegenüber den Sesshaften, im Sinne, dass sie einen Vertrag über einen Raub schließen können und sagen, naja, wir murksen euch jetzt nicht ab, sondern und wir stehlen euch nicht alles, aber ihr liefert immer einen Teil ab. Das ist sozusagen die Grundstruktur der Steuern, der Tributzahlung. Und auf diese Weise entsteht Herrschaft. Diese Herrschaftsstehungstheorie stammt von Franz Oppenheimer. Die ist nicht ganz richtig, aber das führt jetzt zu weit, das in die Details zu gehen. Aber in der Struktur, im großen Ganzen ist sie richtig. Das heißt, der Staat entsteht durch Eroberung und der Sinn des Staates ist die Verstetigung von Raub. Also das ist jetzt im Schnelldurchgang die Staat, also sowohl die Theorie der herrschaftsfreien Gesellschaften als auch der Übergang zum Staat. Der Staat ist eben halt so erfolgreich, dadurch, dass er eben ja, so viel Gewalt bündeln kann. Also mehr Gewalt, die herrschaftsfreien Gesellschaften können dieser Bündelung von Gewalt, die der Staat ermöglicht, können sie auf Dauer nicht widerstehen. Wobei man sagen muss, also der Staat hat ja also rund über den Daumen gesagt, 3.500 Jahre gebraucht, um sich so durchzusetzen, wie er sich jetzt durchgesetzt hat. Hat ja bis vor kurzem hat es noch segmentäre Gesellschaften gegeben in Afghanistan und in Somalia, die auch nur also eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit hatten, obwohl sie schon lange nicht mehr herrschaftsfrei waren, aber doch noch segmentär. Es ist sehr erstaunlich, zum Beispiel, dass die segmentäre Gesellschaft in Afghanistan sich gegen zwei Weltmächte behauptet hat. Die ist dann zwar zusammengebrochen drunter, aber zumindest haben sie erstmal militärisch Widerstand leisten können. Also das zeigt schon, dass segmentäre Gesellschaften haben eine Widerstandsfähigkeit gehabt, aber die war letztendlich nicht in der Lage, so viel, also genügend Widerstand aufzubauen, um gegen den Staat erfolgreich zu sein. Ja, aber Wir das brauchen ist da neue Strategien zu. also auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel mit Afghanistan, was man Etatisten entgegenhalten können, wenn sie sagen, dass man eben, also dass eine ja nicht zentralisierte Gesellschaft in dem Sinne nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen. Und ja, Afghanistan hat es eben geschafft gegen zwei Weltmächte hintereinander. Und natürlich gab es jeweils, aber das gilt, meine, dieses Argument steht ja sowieso auf tönernen Füßen. Also
Wer sagt, ja, wir brauchen einen Staat, damit er uns gegen Angriffe verteidigt, darf ich da einmal ganz laut auflachen? Das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich zuerst und dann das Dritte Reich haben, weil sie Frankreich erobern wollten, sind sie durch Belgien marschiert. Hat der belgische Staat die belgischen Bürger verteidigen können gegen diese Angriffe? Nein, hat er nicht. Das ist doch also Unsinn. Und also nicht irgendein Staat kann mich verteidigen, sondern nur einer, der stärker ist als die Nachbarn. Und wenn der Nachbar eben halt eine der beiden Weltmächte ist, dann kann nur die andere Weltmacht mich verteidigen, wenn ich denn deren Unterstützung bekomme. Und die Unterstützung ist nicht kostenfrei zu haben. Das heißt, sie verlangt Unterwerfung und ihre Agenda. Das heißt also, diese Behauptung, dass wir einen Staat brauchen, um uns zu schützen, die ist einfach, die ist einfach nicht, die ist nicht sehr, Logisch. Also es ist ja auch nicht logisch im das ist Endeffekt nicht, zu genau, die sagen, ist nicht sehr logisch. damit mich niemand anderes angreift, lasse ich mich jetzt von einer Person, die ich irgendwie, oder nicht mal eine Person, aber lasse ich mich irgendwie von diesem Konstrukt Staat angreifen, um das andere zu verhindern. Also ja, hat für mich auch noch nie so viel Sinn ergeben. Es ist ja im weitesten Sinne eigentlich diese Leviathan-Argumentation. Ja, aber das ist eben halt, das ist die hat, wenn sie überhaupt jemals sinnvoll war, dann ist sie nicht sinnvoll, sobald es eben halt ja, Großmächte gibt, weil ich dann eben als Staat nicht als kleiner Staat eben halt keine Chance habe, außer ich arrangiere mich auf irgendeine Weise. Ne? Und das wird natürlich abnehmen. Das sehen wir ja, wenn im Moment diskutiert wird, Mindeststeuersätze weltweit durchzusetzen. Es werden Plätze von niedrigen Steuern oder von Geldwäsche, sogenannte Geldwäsche-Dinge, da wo eben halt das Bankgeheimnis gelten soll, werden ja abgeschafft. Und ja, warum unterwerfen sich die bisherigen Steueroasen dem? Nee, weil sie sich nicht wehren können, ganz einfach. Und dann nützt ihnen nichts, dass sie ein Staat sind. Also die Schweiz wäre nicht, die ist dadurch, dass sie ein Staat ist, nicht besser gerüstet, um sich gegen die Ansprüche der sogenannten Weltgemeinschaft von Staaten zu schützen, als wenn sie kein Staat wären. Wahrscheinlich ist es sogar umgekehrt. Ne? Es ist viel einfacher, einen Staat zu erobern, als einen Nichtstaat zu erobern. Ja, das stimmt natürlich. Also, das war ja in Afghanistan auch so und in Somalia ist die UNO gescheitert. Ja, einfach weil sie konnten nicht einfach irgendwie ja, ein Zentrum erobern. Ne? In Somalia war es eben so, dass der General Aidid, der den Widerstand der Somalis angeführt hat, der hat ja mal Verhandlungen geführt mit der UNO und dann hat er gesagt, ja, dieses Ergebnis muss ich den Stämmen vorlegen und die werden darüber entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen. Und dann waren sie also fürchterlich aufgeregt und sagen, ja, aber du bist doch der Repräsentant. Ja, sagen, wenn sie nicht einverstanden sind, dann sagen sie, du warst lang genug unser Anführer. Das heißt also, das war gar nicht, man konnte ihn nicht unter Druck setzen, weil er war nicht der Herrscher, sondern er war sozusagen der Repräsentant, aber nicht einer, der sie zwingen konnte, einem Kompromiss zuzustimmen, dem sie nicht zustimmen wollten. Das heißt also, es gibt da gute Gründe auch anzunehmen, dass es gar nicht so leicht ist, ein nicht herrschaftliches Gebiet zu erobern, wenn es eine gewisse Größe hat. Aber wenn es sehr klein ist, dann kann es auch nicht über sich wehren, wenn es ein Staat ist.
Also da sehe ich sehe keinen Vorteil darin, deine Staatlichkeit zu haben. Ja, also oft hat man auch das Gefühl, wenn eben Etatisten gerade solche Argumente bringen, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur den Status quo beschreiben und weil, wie du ja gerade schon sagtest, es macht keinen Unterschied, ob man dann eine staatenlose Gesellschaft ist oder nicht, wenn man halt einen großen Nachbarn hat, der es auf einen abgesehen hat in der Hinsicht, ja. Genau. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher angeteasert habe. Nämlich, es gibt seit neuestem ein Buch auf dem Markt und das heißt, warte, jetzt habe ich den ganzen Titel gar nicht hier. Das heißt, Gekränkte Freiheit, Doppelpunkt, Aspekte des libertären Autoritarismus. Und im Endeffekt, was sie in diesem Buch machen, ist von zwei Soziologen. Sie sagen im Endeffekt, also sie versuchen eben diesen Begriff libertärer Autoritarismus zu etablieren und im Endeffekt soll der sowas heißen wie Wutbürger eigentlich. Das ist das, was sie damit beschreiben wollen. Also, warum denkst du, machen die das? Beziehungsweise, warum machen sie das gerade in dieser, wie soll ich sagen, offensichtlich paradoxen Art auch? Also, dass dieser Begriff ja keinen Sinn ergibt, das ist ja offensichtlich eigentlich. Naja, es ist ja so, dass trotz allem Freiheit noch immer einen gewissen Klang, positiven Klang hat und keiner kann sagen, dass er gegen Freiheit ist. Und selbst die, die ganz besonders gegen Freiheit sind, müssen am lautesten schreien, dass sie für Freiheit seien. Und eine Strategie, um die Drohung für den Staat abzuwenden, die von libertären Theorien oder im Allgemeinen von klassisch-liberalen und von anarchistischen Theorien ausgehen, die muss man, kann man nur dadurch neutralisieren, indem man ihnen unterstellt, dass sie das Gegenteil sind. Das ist Also, ja beim Neoliberalismus vollkommen gelungen. Früher habe ich immer gesagt, naja, ich bin ja kein Neoliberaler, das stimmt auch, ich bin kein Neoliberaler, jetzt sage ich schon, dass ich Neoliberaler bin, weil ich einfach, also nur provozierend, weil ja der Begriff gar keinen Sinn mehr hat und sich auf gar nichts mehr bezieht. Und da konnte man, da ist eben gesagt worden, die Neoliberalen sagen zwar, dass sie für Freiheit sind, aber in Wirklichkeit wollen sie Herrschaft erlangen. Und so, da gibt es so zwei Erzählungen in diesem Strang. Das eine ist die Bourdieu-Erzählung, die sagt, der hat ja diesen Begriff von der nichtstaatlichen, der neoliberalen, der nichtstaatlichen oder antistaatlichen Internationale, die ihre Herrschaft auch errichten, eben halt, indem sie den Staat zerstören. Und die andere Erzählungsweise, die heute allgemeiner ist, ist die, dass die Neoliberalen haben den Staat gekapert und alle Politik ist neoliberal. Also inklusive Obama. Obama war ja auch ein Neoliberaler. Das heißt, und die machen das, um ungehindert herrschen zu können. Klammer auf, es gibt da ja ein Quäntchen Wahrheit drin. Insofern, als wenn ich die Finanzaufsicht schwäche und ein Finanzsystem habe, was mal rein staatlich ist, ein Finanz- und Währungssystem, dann können die Banken natürlich machen, was sie wollen, aber das machen sie aufgrund von staatlichen Privilegien. Aber das ist jetzt viel zu kompliziert. So komplizierte Dinge sind überhaupt nicht öffentlichkeitswirksam. Öffentlichkeitswirksam ist die
Die wollen sozusagen Herrschaft erlangen, Herrschaft ungehindert herrschen zu können. Die wollen sozusagen die Einschränkungen der Herrschaft, die der Staat ausspricht, die wollen sie aufheben. So, und das Gleiche, denke ich, wollen sie mit dem Begriff Libertär auch machen. Das heißt also, eigentlich geht es den Libertären darum, dass sie Herrschaft ungehindert ausüben wollen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Marxismus, aber zu der Engels-Version, der Friedrich Engels-Version, die ganz und gar nicht Marx ist. Also Engels hat die These aufgestellt, dass die Macht in der Gesellschaft, dass die sich nicht staatlich alleine durch den Tausch etabliert und die dann über den Tausch reich gewordenen schaffen sich eine Instanz, den Staat, um ihren Reichtum abzusichern. Das heißt, es gibt im Prinzip entsteht Herrschaft außerstaatlich und der Staat ist nur sozusagen dann die organisatorische Form, die gefunden wird, um die Herrschaft auszuüben. Oder anders gesagt, der Staat ist das Exekutivkomitee der herrschenden Klasse, die sich aber nicht staatlich produziert und reproduziert. Das war nicht die Meinung von Marx, dass das so ist. Es ist ganz, ganz eindeutig, dass er das anders gesehen hat. Und wenn ich das zugrunde lege, wenn ich, und das ist aber das, was, wie soll ich sagen, was sich dogmatisiert hat in den Sozialwissenschaften, dass das so ist. Herrschaft ist nicht staatlich im Prinzip. Die Reichen, die Unternehmer oder sonst irgendwelche Lobbygruppen, die üben ihre Herrschaft aus. Und der Staat ist eigentlich die Instanz, die sie bremst. So, das ist etwas, was nicht mal, also so verrückt war nicht mal Engels, dass er das gesagt hat. Sondern das ist jetzt ganz neu. Also dafür findet man selbst bei Engels keine Belegstellen. Aber der Staat begrenzt die Herrschaft. Weil der Staat, das sind ja wir alle, und wir alle haben ein Interesse an unserer Freiheit und die verteidigen wir gegen diese nichtstaatlichen Quellen von Herrschaft. Unter dieser Voraussetzung, dieser These, ist es vollkommen konsequent zu sagen, dass die Neoliberalen, früher oder jetzt eben halt die Libertären, eigentlich eine Strategie sind, um Herrschaft besonders ungehindert ausüben zu können. Also wenn Herrschaft gar nicht staatlich ist, sondern außerstaatlich und der Staat Herrschaft begrenzt, wenn das sozusagen die wahre Beschreibung der Konstitution unserer Gesellschaft, Weltorganisation gerade ist, dann ist das konsequent und richtig. Und man kann dem nur dadurch entgegentreten, dass man sagt, nein, das ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Und dazu kann auch Marx helfen, kann uns da auch helfen, das klarzumachen, dass das nicht wahr ist. Also ich empfehle da im Kapital, im ersten Band, gibt es dieses wunderbare Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation. Und da beschreibt Marx, dass alle Großkapitale durch staatlich organisierten Raub entstanden sind. Und nicht durch nicht staatliche Tauschverhältnisse. Das ist auf jeden Macht das Fall. irgendwie Sinn? Ja, klar. Also ich habe hab jetzt nicht so viel von Marx gelesen, aber die ursprüngliche Akkumulation ist sogar ein Teil, den ich gelesen habe. Und
Ich weiß noch, wie ich da saß und das gemacht habe. Und ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, so, ja, aber er sagt ja im Endeffekt die ganze Zeit, dass der Staat das macht, ja, nicht, dass irgendwie, dass im weitesten Sinne ja diese Industriellen, die dann irgendwie die billigen Arbeiter gebraucht haben und dass deswegen der Staat dann eben die Häuser der Bauern zerstört hat und sie sozusagen damit in die Stadt getrieben. Ja, hat ja viele gute Beispiele. Aber Genau. macht das auch Sinn, sozusagen diese Rekonstruktion, warum diese Argumentation ist libertärer Autoritarismus? Also inwiefern das in diesem, in dem Denken der Etatisten selber, warum Ja. das keine paradoxe Aussage ist, sondern warum die das für sich selber also als absolut stimmig sehen. Wenn man eine komplett falsche Prämisse hat, dann könnte man das als stimmig sehen, ja? Durchaus. Ja, das haben sie. Ja, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch zwei, ich würde sagen, kleine Fragen. Die eine hast du eigentlich auch schon beantwortet, so ein paar Mal hier. Welchen Soziologen, natürlich außer Stefan Blankertz, weil den sollte jeder Libertäre sowieso gelesen haben, aber würdest du sagen, sollte jeder Libertäre gelesen haben? Oh, darf ich nur einen einzigen sagen? Nein, du darfst so viele, wie du möchtest sagen. Natürlich. Ja, also ich würde mal sagen, Christian Sigrist ist schon mal gar nicht schlecht. Und das ist insofern eine gute Empfehlung, weil er hat im Prinzip nur ein Buch geschrieben, Die regulierte Anarchie. Da muss man sich so ein bisschen in die Ethnologie reindenken. Aber das lohnt sich, wenn man verstehen will, wie vorstaatliche Gesellschaften funktionieren. Marx. Da findet man bestimmt viele Sachen, die einen auch aufregen, aber findet eben halt viele Anregungen. Bourdieu würde ich inzwischen empfehlen. Also es gibt dieses Buch, das heißt Der Staat. Das sind seine Vorlesungen, die er kurz vorher durchgedreht ist, gehalten hat. Und da merkt man schon so ein bisschen, dass an manchen Stellen dass der Staat ja schon idealisiert wird, aber im Prinzip ist es ein antistaatliches Buch. Er beschreibt, und man kann so viel damit machen. Also er beschreibt, dass das Wichtigste im Staat sind die Kommissionen. Die Aufgabe der Kommission ist es, ein Partikularinteresse in ein Allgemeininteresse zu verwandeln. Ideologisch, ne? Und wir haben das gesehen, es gibt eine ständige Impfkommission. Ja, und die vertritt partikulare Interessen, aber am Ende steht, dass das, was sie entschieden hat, ist dann das Allgemeininteresse. Also man kann ja den Bourdieu so gut gebrauchen. Ja, also, ach, wenn ich länger darüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch andere einfallen. Aber ich will es jetzt nicht zu viel. Aber da könnte man schon mal mit anfangen. Ja, sehr gut. Und dann jetzt noch ganz zum Abschluss. Und zwar, wenn man nämlich deinem Instagram-Account folgt, was ich tue und was jeder tun sollte, dann sieht man da auch immer wieder Dinge zur, oder ja, dass du Sachen zur Gestalttherapie schreibst oder Sachen in deiner Story hast. Und dabei, als Ja. ich habe mir nämlich einen Podcast dann zu dem Thema letztens angehört und ich habe mir gedacht, also jetzt aus soziologischer Perspektive, dass das eigentlich ein bisschen in die Richtung geht von dem, was Helmut Plessner ja formuliert hat, mit der exzentrischen Positionalität des Menschen. Also damit ist für die Zuhörer ganz kurz gemeint, dass der Mensch eben sich dadurch besonders auszeichnet, dass er eben jederzeit in ein reflexives Verhältnis zu seinem Leben treten kann. Also jetzt im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren. Und würdest du sagen, das ist jetzt eine Falschinterpretation von mir oder
Kann man das so sagen? Ja, das ist nicht, nein, es ist keine falsche Interpretation, aber ich würde sagen, dass im Prinzip alle Psychotherapie, die davon ausgeht, dass das Gespräch mit dem Klienten eine Rolle in der Heilung spielt, die muss davon ausgehen, von dieser These. Also das zeichnet nicht ganz speziell die Gestalttherapie aus, sondern das ist die Psychoanalyse ist da das klassische Beispiel, aber jede andere Form, in der es darum geht, dass der Klient begleitet wird in seiner Selbstreflexion, der muss ja von dieser Prämisse ausgehen, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu betrachten und dass das auch eine wichtige Rolle hat. Also das, was die Gestalttherapie auszeichnet, von meiner Sicht aus, also das ist jetzt, es gibt vielleicht Gestalttherapeuten, manche, die das anders sehen, aber was sie meiner Meinung nach auszeichnet, ist einmal der starke Primat auf die Selbstverantwortung. Das kann man natürlich schnell mit libertären Gedanken zusammenbringen. Nicht von ungefähr ist ein Mitbegründer der Gestalttherapie, ist ja mein großer, ich sage, mein großer Heiliger, mein großes Vorbild, Paul Goodman, Anarchist. Also die Selbstverantwortung ist ganz zentral. Und dass sich nicht der Konfluenz unterwerfen. Das ist auch, also als Konfluenz wird bezeichnet, dass man so, dass man mitschwimmt mit der Masse und sagt, naja, man tut das, was die anderen tun. Oder in der aggressiven Form auch alle sollen sich der Masse unterordnen. Und die Gestalttherapie geht davon aus, dass es zwar Momente gibt, in denen Konfluenz richtig toll ist, wenn man sich gut fühlt und wenn man an einem sicheren Ort ist und wenn man mit Leuten zusammen ist, von denen man weiß, dass sie einem nichts Böses wollen, dann ist Konfluenz absolut nichts gegen einzuwenden, aber man muss in der Lage sein, aus der Konfluenz rauszutreten und zu sagen, ich mache nicht mit, wenn man merkt, dass die Konfluenz sich gegen einen richtet. Also und damit haben wir dann auch eben halt der Adorno wieder eingefangen, sich nicht mit dem Kollektiv identifizieren. Das ist auch eine entscheidende Form. Und das ist auch eine entscheidende Arbeit in der Gestalt, im Verlauf einer Gestalttherapie, erstens dem Klienten klarzumachen, wo er Verantwortung für sein Leben übernehmen kann und muss. Es muss dann, wenn es ihm besser gehen soll, er kann natürlich auch weitermachen, wer will, er hat ja absolutes Recht dazu. Aber wenn es ihm besser gehen soll, dann muss er Selbstverantwortung übernehmen und ein Teil davon ist, sich in die Lage zu versetzen, aus der Konfluenz rauszutreten. Also könnte man natürlich noch viel zu sagen, aber das wären so die erstmal so zwei Grundpfeiler zum Andocken für libertäre Gedanken. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Dann möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du hier ins Spektrum gekommen bist. Ich denke, wir konnten Ja, auf jeden gerne. Fall viele interessante Punkte beleuchten. Möchtest du noch was Abschließendes sagen? Nein, mir hat es auch gut gefallen und ja, ich bin gerne auch wieder bereit, zu einem Thema was zu sagen, was von eurem Interesse ist und ja, hoffe, dass
dass ihr was damit anfangen konntet. Und wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, ja, ich kann das gerne auch präzisieren, mündlich, schriftlich, Ja, ich würde sagen, wie gewünscht. Rückfragen und weitere Fragen und was ihr noch gerne von Stefan Blankertz hören wollt, das kommt in die Kommentare. Und Ja. abschließend kann ich noch sagen, Steuern sind Raub. Macht's gut.